Dieser Löffel hier neben mir ist mein ausgewähltes Lieblingsstück in dieser Ausstellung, und zwar, weil er sehr eng mit meiner eigenen Forschung verbunden ist. Er ist anders als die meisten Objekte hier in der Ausstellung kein Stück, welches von Hans Himmelheber erworben wurde. Es wurde aber auf seinen Spuren hergestellt. Denn Hans Himmelheber war selbst sehr interessiert an dieser Art von großen Zeremoniallöffeln, wie wir sie auch beispielsweise hinter mir hier sehen. Sie sind in der Dan-Region Liberias und der Côte d'Ivoire der Besitz von besonders hochrangigen Frauen. Einer der Gründe, wieso Hans Himmelheber so interessiert war an diesen Objekten, ist die Tatsache, dass manche von ihnen mit besonders schönen Frauendarstellungen am Griff verziert sind. Seiner Meinung nach waren diese Frauendarstellungen Porträts, und er hat beispielsweise auf dieser Fotografie links oben neben mir auch festgehalten, wenn er Frauen auf seinen Reisen angetroffen hat, die Löffel besaßen, die ihr Abbild zeigen. Himmelheber selbst hat in den 70er Jahren ein Experiment durchgeführt, welches sich mit der Frage von Porträtkunst in der afrikanischen Kunst beschäftigt, und hat sich selbst von 4 verschiedenen Schnitzern auf eine Maske darstellen lassen. In einem Anklang auf dieses Experiment und auch im Hinblick darauf, dass Himmelheber diese Löffel als ein Beweis der Porträtkunst in der afrikanischen Schnitzkunst gesehen hat, habe ich selbst im Rahmen meiner Forschung dieses Experiment wiederholt. Und zwar mit der Hilfe und auch unter der Durchführung von meinem wissenschaftlichen Mitarbeiter in der Côte d'Ivoire, Thiaoulay Pascal. Dieser hat einem Schnitzer diesen Löffel in Auftrag gegeben, und anders als vor 50 Jahren, als Himmelheber dieses Thema erforscht hat, wird heute diese Art von Porträtkunst nicht mehr so ausgeführt, dass man die Frau anschaut und dann aus dem Gedächtnis einen solchen Löffel schnitzt. Heute ist der Vorgang etwas modernisiert. Man kann sein Foto via WhatsApp an den Künstler schicken, und dieser schnitzt dann von dem Foto. Und dieser Löffel hier neben mir ist das Resultat dieses Porträtexperiments.